Hello, meine Buddies! Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Starbound! Yay! Vito Comic! Juhu! Das bin ich! Ja, und ich weiß gar nicht, was wir das letzte Mal machen wollten. Ich glaube, wir hatten den Planeten schon geplündert. Wir waren auch soweit fortgeschritten. Ich wollte noch ein paar Diamanten besorgen, glaube ich. Weil ich mir doch gerne eine Diamantspitzhacke machen wollte. Und mir fehlen noch einige. Und wir sind leider auch immer noch auf einem der Anfangsplaneten. Und ich gehe trotzdem mal runter. Oh, meine Gesundheit sieht nicht so gut aus. Was habe ich denn da das letzte Mal gemacht? Da unten waren wir schon. Glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Bist du feindlich? Ja, das bist du. Ah! Wieso erwischst du mich und ich dich nicht? Wie unfair. Du. Heldenhafte Heldenmusik. Yeah! Woo! Wow! Da sind wieder Viecher in den Tunneln. Den Planeten waren wir auch, glaube ich, schon ein bisschen abgelaufen, wenn ich mich nicht täuschen sollte. Ist schon etwas länger her, dass ich die letzte Aufnahme Starbound gemacht habe. Habe jetzt die ganze Zeit so ein bisschen voraufgenommen, Bioshock Infinite. Damit ich dann... Ach ja, genau, hier war dieser Tempel, den haben wir ja schon geradet. Bioshock Infinite, damit ich noch ein paar Folgen schon mal im Voraus gemacht habe. Weil dann auf jeden Fall demnächst auch Wolfenstein eventuell ruft. Und, Wow, geh weg, hässliche Eule. Diese fliegenden Vögel. Ah, du bist feindlich. Kleiner Schokobrocken. Warte mal, so eine kleine Schokofigur hier. Da beiß ich gleich mal rein. Wusstet ihr übrigens, dass Sarotti-Mohr nicht mehr politisch korrekt ist? Ihr kennt doch diese Sorte, ne? Sarotti, diese Schokolade, die hat ja immer diesen, Mohr, der so ein bisschen aussah wie der kleine Muck. Hatten die mal drauf. Ja, und da habe ich letztens geguckt. Einfach mal Interesse halber. Weil es ging auf Arbeit, da haben wir uns so unterhalten über, ja, Negerküsse dürfen ja nicht mehr Negerkuss heißen und sowas, ne? Ist ja alles so ein bisschen sinnlos. Aber naja, gut. Ist halt nicht mehr politisch korrekt, sowas zu sagen. Ja, Neger ist ja schlimm, wenn man das sagt. Und ja, der Sarotti-Mohr heißt jetzt, ratet mal, schreibt es in die Kommentare, bevor ich sage, ratet mal, wie der Sarotti-Mohr jetzt heißt. Schreibt es mal in die Kommentare, ich warte mal ein paar Sekunden, bis ihr euren Kommentar fertig gemacht habt. Na, habt ihr schon fertig gemacht? Den Kommentar, der Kommentar, der Kommentar, der Kommentar. So, jetzt kommt's, Achtung, Achtung. Wenn ihr noch nicht fertig geschrieben habt, müsst ihr mal kurz anhalten. Aber der Sarotti-Mohr heißt jetzt Sarotti-Magier der Sinne. Ist auch viel kürzer. Prägt sich auch viel besser ein als Sarotti-Mohr. Totaler Schwachsinn. Aber wer da drauf gekommen ist, den müssen sie glatt köpfen. Aber nicht, weil es halt nicht politisch korrekt ist, sondern einfach, weil es viel zu lang ist. Wer soll sich denn sowas merken? Sarotti-Magier der Sinne, hallo? Ich meine, bei Dickmanns war es ja einfach, die heißen Dickmanns. Die heißen halt nicht Negerkuss, ne? Die heißen Dickmanns. Kann man sagen, gib mir mal einen Dickmann und nicht gib mir mal einen Negerkuss. Ich meine, müssen wir uns denn da auch angegriffen fühlen als Weiße, wenn dann mal irgend sowas kommt, ja? Ich weiß nicht, Weißbrot oder so, ist das eigentlich politisch korrekt? Ja, könnte ich mich auch drüber beschweren. Auch so ein Schimpfwort dann, Weißbrot. Ja, nenn das mal um. Es soll nicht mehr Weißbrot heißen. Was machen wir da draus? Weiß... helles Brot der Sinne. Oder was können wir da draus machen? Ja, Weißbrot. Hell pigmentiertes Brot. Da habe ich letztens wieder Reportage übrigens gesehen, fällt mir gerade bei hell pigmentiertem Brot ein.
Rechtsradikalismus. Überall auf der Welt gibt es den. Auch sehr sinnlos, meines Empfindens nach. Es ist, also, muss auch sagen, viele denken ja, wir... wo kommst du denn her? Viele denken ja auch, wir Deutschen hätten dieses radikale, hetzerische damals irgendwie erfunden. Aber das hat es halt schon immer gegeben. Und das heißt auch nicht, dass man da jetzt was gegen Juden haben muss, sondern das heißt einfach, sag ich mal, rechtsradikal, das heißt einfach eben rechtsgerichtete Meinung zu haben und gegen Ausländer zu sein. Und das haben auch die Griechen, die Spanier, die Italiener, die USA, also in jedem Land gibt es Rechtsradikale. Da können wir nur froh sein, dass die sich nicht alle zusammentun können, weil es da zu viele Differenzen zwischen den einzelnen Parteien, sag ich mal, gibt. Weil wenn die sich zusammentun würden, da hätten wir dann auch schlechte Karten wahrscheinlich. Ja, es geht halt tatsächlich gegen Ausländer. Also die Griechen zum Beispiel haben eine Partei, die ist auch rechtsgerichtet und richtet sich gegen Ausländer innerhalb von Griechenland. Das heißt also gegen alle, was es in Griechenland halt so gibt. Türken, Deutsche. Also es ist nicht nur Religion, obwohl die sich garantiert auch religiös entgegenrichten. Die meisten, ja, auch in den USA gibt es ja sowas, die wollen dann halt nur die Weißen im Land haben. Wobei man sich ja auch überlegen muss, die USA ist ja nun mal ein Staat von Immigranten. Ja, ohne Immigranten gäbe es gar keine USA. Also ist ja eigentlich Rechtsradikalismus in den USA total Quatsch. Das sieht man aber mal, wie wenig dann diese Leute auch darüber nachdenken, die dann einfach solchen Leuten halt folgen, die jetzt sagen, ah, oh, ja, gegen Ausländer und so. Weil wir müssen ja damit, müssen ja auch wissen, dass die USA eigentlich alles aus Ausländern besteht. Das Einzige, was halt kein Ausländer in den USA ist, sind die Indianer. Ja, weil denen das Land ja ursprünglich gehört. Und da sieht man mal wieder, wie sinnlos solche rechtsgerichteten Meinungen eben dann wieder sind. Also die ohne Sinn und ohne Verstand. Es wird sich dagegen Minderheiten gerichtet. Nur weil man da halt sagt, ja, die nehmen uns irgendwas weg oder die nehmen uns jetzt die Arbeit weg. Im Endeffekt stimmt das ja noch nicht mal. Also in den meisten Fällen machen die Immigranten ja teilweise einfach nur Arbeit, die vielleicht kein anderer Inländer machen wollte. Und vor allen Dingen in den USA, das sind ja auch keine Ausländer. Ich meine, es sind Deutsche eingereist, Iren, Schotten. Also die ganzen Europäer sind damals in die USA gegangen, um ein besseres Leben zu haben. Die machen quasi auch nichts anderes als jetzt zum Beispiel die Mexikaner, die aus Mexiko eben rüberkommen in die USA und wollen da einfach ein besseres Leben haben. Das haben die früher auch gemacht. Also die ganzen Pilgerväter und so weiter und so fort, das waren alles auch nur ganz normale Immigranten. Die sind auch nur emigriert und die haben die Indianer sogar umgebracht, ja. Oder fast ausgerottet. Ich meine, es gibt nur noch wenige Indianer in den USA. Und das haben alles die Immigranten gemacht. Ich meine, und da gibt es jetzt halt, wie gesagt, wieder rechtsgerichtete Leute. Also zum einen gibt es jetzt zum Beispiel den Ku Klux Klan. Ja, das passt hier zu unserem Mittelalter, Mr. Roboto. Und zum anderen gibt es ja auch die direkt Rechtsradikalen, die Nazis, ja. Diese Neonazis dann in den USA. Die müssen sich aber auch mal überlegen, wo sie denn eigentlich herkommen und dass das nicht in Wirklichkeit eigentlich den ihr Land ist, sondern dass die dieses Land im Endeffekt, wenn man es genau nimmt, ja nur besetzt haben. Also das Land gehört denen gar nicht. Das haben die denen auch nur weggenommen, den Ureinwohnern. Aber ich sehe hier nichts. Geht's hier irgendwo weiter? Oh, hier gibt's Kohle. Und da hinten gibt's irgendwo Sand.
Das Gute ist, mit unserer Goldspitzhacke kommen wir da einfach durch. Und das Schöne ist ja, dass dieses Thema auch so ein bisschen von Bioshock halt aufgegriffen wird. Dieses Rechtsradikale, beziehungsweise dieses gegen die Andersartigkeit gerichtete. Also wenn wir jetzt jeden umbringen müssten, der oder jeden ausgrenzen oder umbringen müssten, der halt anders ist oder anderer Meinung ist als man selbst. Irgendwann bleibt nur noch einer übrig am Ende auf der Welt, weil er alle anderen umgebracht hat, weil nicht die gleiche Meinung hatten oder weil sie anders ausgesehen haben oder sonst irgendwas. Also wenn wir es wirklich auf die Spitze treiben, führt uns das halt nirgendwo hin. Aber ich glaube, da gehe ich vielleicht auf in meinem Bioshock-Let's Play mal wieder drauf ein. Das ist dann vielleicht für das Starbound-Let's Play ein bisschen zu ernst. Ich weiß nicht, was ihr darüber denkt. Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Aber wie gesagt, also es gibt es überall auf der Welt und überall gibt es Leute, die daran glauben, die, sag ich mal, sich anführen lassen von solchen Leuten, die halt solche Propaganda, solche Meinungen verbreiten. Auch immer wieder meinen, dass Leute ihnen irgendwas wegnehmen würden, was vielleicht noch nicht mal am Ende ihnen gehört. Ja. Also, wie gesagt, sinnlos. Einfach nur. Aber schreibt es mir ruhig mal in die Kommentare. Was denkt ihr darüber? Kennt ihr vielleicht auch Leute, die so denken, und was haltet ihr davon, beziehungsweise denkt ihr, dass es sinnvoll ist, oder was denkt ihr darüber? Ich meine, klar sagt man manchmal, ah, der blöde Ausländer oder so, und meint das vielleicht im Endeffekt gar nicht so auf den Ausländer bezogen, sondern einfach nur, wenn das jetzt einer gewesen wäre, der jetzt nicht so ausländisch aussieht. Ich meine, die meisten, die, wo man sagt Ausländer, sind sowieso keine Ausländer, die wohnen teilweise schon länger hier, beziehungsweise sind vielleicht sogar hier geboren und sehen halt einfach nur so ein bisschen andersartig aus. Und dann meint man ja auch nicht der blöde Ausländer an sich, sondern meint halt der blöde Mensch, ja, weil der vielleicht wirklich besonders doof gerade zu einem war und es war halt jemand, der gerade mal so ausländisch ausgesehen hat. Dann meint man natürlich auch nicht alle Ausländer mit, aber manchmal rutscht es einem ja auch mal einfach so raus, sowas zu sagen. Möchte man dann manchmal gar nicht. Ist halt dann einfach so, ist dann auch so ein Bild, was sich eben im Gedächtnis eben einprägt. Ich meine, in Italien und so, da sind wir dann wieder die Ausländer, ja? Da sagen die dann vielleicht zu uns auch, ach, der blöde Ausländer, weiß wieder nicht, wo er hin muss, hat sich hier wieder verfahren, so ein Trottel, ja? Ich meine, klar, sagt man ja dann teilweise auch, ne? Zu anderen Leuten, aber es können auch ganz normale Inländer halt dumm sein, ja? Wie gesagt, halt Rechtsradikalismus und so. Guck mal, ganz viel Kohle. Da können wir ganz, ganz weit mit reisen, wenn wir die alle abbauen. Ja, was heißt ganz weit? Aber kann man bestimmt eine etwas größere Strecke auch zurücklegen demnächst mal. Wow, Fisch. Achso. Ich dachte jetzt, das wäre ein Feind. Ein Feind. Ein Freund, ein guter Freund. Das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ja, das Schönste wäre natürlich, wenn wir alle Freunde wären, wenn wir alles Buddies wären, uns alle vertragen würden, alles nur Videos von natürlich O-Comic anschauen und alle gemeinsam auf einer Welt leben und zusammen Starbound spielen könnten zum Beispiel oder andere Spiele. Wobei ich es auch cool fände, wenn es natürlich dann mal so weit käme, dass man sagt, wir brauchen gar keine Kriege mehr zu führen, wir lösen das eben anders. Oder dass man da eben gar keine Konflikte mehr hat, das wäre natürlich toll. Also alles, alle vertragen sich, gibt keine Konflikte mehr. Man löst das Ganze einfach, indem man sich gegenseitig hilft und nicht gegenseitig fertig macht. Leute, die andere unüberlegt fertig machen, das finde ich sowieso total schwachsinnig. Dann schadet man sich im Ende auch nur selbst. Also es ist alles so, wie die Buddhisten das aussagen. Es ist alles so eine, oder Hindus, das ist alles so eine Karma-Sache auch. Wenn du ganz viel schlimme Sachen tust, dann werden dir garantiert auch schlimme Sachen passieren. Es ist ja auch immer eine Reaktion, erzeugt immer eine Gegenreaktion. Und das heißt auch, Gewalt erzeugt Gegengewalt und Extremismus erzeugt wieder auf der anderen Seite anderen Extremismus. Dass man eben gegen die Extremisten dann eben vorgehen muss. Und dann brauchen die sich natürlich nicht zu wundern. Und schade ist natürlich dann, wenn da Unschuldige mit reingezogen werden, die vielleicht gar nicht wirklich was
mit diesen Extremisten zu tun haben, sondern vielleicht auch nur so ähnlich aussehen. Oder nur dieser Religion angehören, dass das dann alles unter einen Hut oder über einen Kamm geschert wird, besser gesagt. Na, dann werden wieder andere mit reingezogen und wird dann wieder gesagt, ah, du bist ja auch so einer, so ein Typ. Oh, ich glaube, hier unten waren wir schon mal. Er leuchtet. Ach nee, das ist so eine, so ein Dings hier. Whoop. Ah, toll. Danke. Also diese Dinger schaden immer mehr, als sie nützen. Ja, ist jetzt mal wieder gut mit Poison. Am Ende, wenn man gut ausgestattet ist bei Starbound, ist das sowieso egal, ob man da jetzt gepoisoned wird oder nicht. So viel zieht es einem dann ja nicht mehr ab. So, tauchen wir mal noch ein Stück. Ah, auf jeden Fall mal eine sehr schöne Musik. Ich glaube, wie war das? Der die Starbound-Musik gemacht hat, hat auch Minecraft-Musik gemacht. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich hoffe mal, ich erzähle jetzt gerade keinen Mist. Auch wenn ich manchmal viel Mist erzähle, aber ich hoffe, da irre ich mich jetzt nicht. Irren ist männlich. Oh, Comic erzählt was gegen Männer. Er ist ja selber ein Mann. Buh. Du musst uns doch verteidigen. Nein, nicht alle. Manche Männer sind auch einfach nur doof. Manchmal bin ich auch doof. So. Hoppa. Oh, guck mal, wie sich hier das Wasser vermischt. Das Blaue mit dem Rosanen. Oh, sehr schön. Der Kontrast. Und ich muss mal wieder Fackeln herstellen. Wo war denn das Inventar? Das Crafting-Inventar, meine ich natürlich. Torches. 281. Und wir haben auch noch ein bisschen Wood. Hier geht's bergab. Und schon geht's bergab. Dadum. Ich brauche mal so eine Dingens, so eine Leuchte auf dem Rücken. Hatte ich nicht sowas irgendwie? Nee. Hat mein anderer Charakter, verwechsel ich wahrscheinlich nur. Ja, mein anderer Charakter ist etwas besser ausgerüstet als dieser Gute hier. Tada! Und es werde Licht und es ward Licht und er sah, dass es gut war. Die Bibel. Danke, lieber Bibelschreiber, dass du uns so mit Zitaten immer gesegnet hast, weil man kann immer schön, also man kann immer viele Zitate aus der Bibel zitieren, die teilweise auch wirklich sehr schlau klingen und vielleicht auch teilweise sehr schlau auch sind. Manche sind vielleicht weniger schlau, zum Beispiel Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wo es dann in der anderen Stelle heißt, wenn dich einer auf die linke Wange schlägt, so halte auch die rechte hin. Also die Bibel ist auch voller Widersprüche. Deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, warum viele, sag ich mal, sich das alles so zurechtbiegen in den verschiedenen Bibeln, die es ja so gibt, ja. Also es gibt ja nicht nur Altes Testament, Neues Testament, es gibt ja auch unterschiedliche Glaubensrichtungen. Dass es da einfach Leute gibt, die das missbrauchen und sich das Ganze einfach halt so ein bisschen zurechtbiegen, wie sie es gerade haben wollen. Im Endeffekt ist es aber eigentlich so, dass die ganzen Religionen, die es gibt, auch wenn man das manchmal anders vermuten möchte, ziemlich friedlich ausgelegt sind. Die ja immer berichten von, ja, alle Frieden auf Erden und so weiter und so fort. Aber es gibt natürlich auch Bibelstellen oder, sag ich mal, Stellen in diesen einzelnen Schriften, die man falsch auslegen kann. Oh, das wird heute wieder eine tiefgründige Folge. Ich merke es schon wieder. Ich weiß nicht, soll ich mir vielleicht nicht für Starbound aufheben? Weil Starbound ist ja eher ja schön, romantisch und lustig. Aber vielleicht wollt ihr euch auch der Diskussion mit anschließen und ihr wollt mehr solche tiefgründigen Folgen haben. Das wäre natürlich interessant mal zu wissen. Also falls euch das interessiert, falls ihr da diskutieren wollt, dann schreibt das doch gerne einfach mal in die Kommentare.
fände ich schon interessant zu wissen, was meine Buddies halt so darüber denken. Leset die Schrift des O'Comic und tut kund eure Meinung. So steht es geschrieben, so soll es geschehen. Ihr wisst, was ich sagen will. Schreibt's in die Kommentare. Oh Mann. Das ist geil. Ach, manchmal so ein bisschen einfach auch mal über das zu reden, was einen bewegt. Auch wenn es vielleicht gerade nicht zum Spiel passt. Obwohl ich sagen muss, bei Starbound kann man eigentlich über alles reden. Oh, hier geht's tief in den Berg. Vielleicht finden wir Diamanten. Ja, bei Starbound kann man auch einfach über alles reden, denn in Starbound steckt auch wirklich alles drin. Ein wenig von dem, ein wenig von diesem. Weil auch wenn man sich diese Geschichten mal anschaut von den einzelnen Kulturen in Starbound, ist ja auch so eine Geschichte von Vertreibung, Missverständnis, Religion. Ja, es wirklich steckt alles drin. Also könnt ihr ruhig euch mal die einzelnen Beschreibungen zu den Kulturen und Rassen durchlesen. Gibt es auch diese Fischrasse zum Beispiel, die Hylote, die vertrieben worden sind von diesen Pflanzen, Florana sind das, glaube ich, diesen Pflanzentypen. Ja, die sind nämlich im Krieg quasi. Diese Fischleute sind eben von den Floranern vertrieben worden. Und die Floraner haben sogar diese Fischleute, glaube ich, gegessen. Also die essen die, glaube ich, sogar. Und ja, das ist, hat schon wieder was von dem, was wir vorhin am Anfang erzählt haben, mit Vertreibung und Feindlichkeit. Ja. Ja, ihr wisst, was ich sagen will, worauf ich hinaus will. Also es ist halt auch schon wieder so ein bisschen was Tiefgründigeres, ja. Warum können wir nicht im Universum einfach alle friedlich miteinander und müssen uns gegenseitig bekämpfen? Auch in den Computerspielen geht es ja meistens ums Bekämpfen, aber ich sag mal so, wenn es einfach nur friedlich wäre, wäre es wahrscheinlich auch langweilig. Obwohl ich sagen muss, Minecraft, ja, ist auch sehr interessant, selbst wenn man nur baut und jetzt nicht unbedingt kämpft gegen, ja, was gibt's da alles? Die Enderman, nicht zu verwechseln mit Slenderman. Ja, und die, diese ganzen anderen Skelette und so, was halt alles da ist. Also könnte man auch friedlich spielen, peaceful, einfach nur aufbauen, entdecken. Ich, wobei mir einfällt, hier StarCraft und so, ich müsste auch mal wieder Minecraft spielen. Das ist so ein schönes Spiel. Aber, ist natürlich auch immer im Fortschritt begriffen, Minecraft. Also früher, als es noch relativ einfach war, fand ich es ein bisschen schöner als jetzt, wo es ja doch komplexer geworden ist, wo man so viel Leder brauchte, um Bücher herzustellen und so weiter und so fort. Und es gibt jetzt auch so viele Mods und ich kenne mich gar nicht mehr aus. Das ist alles, ist mir alles zu viel. Wobei ich sagen muss, es gibt schöne Kanäle, die sich dann wirklich nur auf Minecraft spezialisiert haben, die sich da auch wirklich auskennen mit den ganzen Neuerungen, mit denen ich mich vielleicht gar nicht mehr auskenne. Er kommt durch. Weg. Das war knapp. Wie konnte man denn nochmal so ein einzelnes Dings abkommen? Ach, Shift, ich habe immer Steuerung gedrückt. Ich Dumbi. Warte mal, jetzt habe ich auch noch Hunger gehabt. Da achte ich auch immer nicht drauf. Ist so ein bisschen wie bei DayZ, ja. Immer mit dem Hunger, dann irgendwann achtest du mal nicht drauf und dann auf einmal, ich bin rothungrig, ich muss was zu essen finden. Na, hier gibt's nichts zu essen, ich sterbe. Ja, in... Wow. Ah. Irgendwo höre ich ein Tier. Oh, und das ist genau da unten. Kann ich mich hier irgendwie durchgraben, dass ich irgendwo in eine Höhle komme, wo ich das abfließen lassen kann? Oh, meine Spitzhacke geht auch dahin. Ah!
Also mal doch etwas weiter runtergefallen. Aber yay! Stellt euch vor, meine Buddies, wir haben einen Diamanten gefunden. Diamanten! Yay! Super, mit einem Diamanten kann ich auch richtig viel anfangen. Tja, später sind diese Diamanten nicht mehr ganz so selten. Heißt, wir können da recht viel von finden. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile eine Diamantrüstung gibt. Es war mal in der Planung, eine Diamantrüstung zu haben, beziehungsweise einzuführen mit. Ich weiß gar nicht, ob es da... Oh, da oben ist was. Das sieht nicht so nett aus. Gibt's auf den Kopf. Ich weiß nicht, ob er nett war oder nicht, aber ich wollte es jetzt auch nicht unbedingt rausfinden. Ist hier noch irgendwo Diamant? Diamant, hallo? Fisherman's Friend. Diamant's Friend. Whee. So. Gold auf jeden Fall zur Reparatur unserer Goldspitzhacke. Obwohl wir auch Kupfer benutzen könnten. Was haben wir denn am meisten? Silber. Silber haben wir recht viel. Kupfer haben wir gar nicht so viel mitgenommen diesmal. Gold, ja. Gucken. Oh ja, Gold füllt direkt eins jeweils auf. Das ist gut. Oh, ist der wieder neu gespawnt jetzt hier? Das ist ja gemein. Bist du böse oder bist du gutartig? Gutartig, oder? Macht nichts, ich brauche die Pixel. Er tat es für die Pixel, er war jung und brauchte die Pixel. Apropos Pixel, es gibt auch eine Band, die heißt Pixies. Ist natürlich schon eine etwas ältere Band, müsst ihr nicht kennen. Aber kann nicht schaden, also wenn ihr so ein bisschen auf Rock steht und so ein bisschen punkig vielleicht sogar. Also früher, die ersten Sachen waren eher etwas punkig von den Pixies. Dann die nächsten waren dann doch etwas, wie soll ich sagen, eher poppiger, rockig, poppig, also so Pop-Rock. So ein bisschen die Vorreiter mit davon gewesen. Es ist auf jeden Fall schöne Musik gewesen. Und wer den Film Fight Club kennt, kennt auch garantiert eins von den Liedern von den Pixies. Denn im Film Fight Club spielten sie an einer Stelle, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es war, Where is My Mind von den Pixies. Könnt ihr mal googeln, gibt es vielleicht hier auf YouTube direkt Videos dazu, weiß ich nicht. Aber finde das ein sehr schönes Lied. Hat auch ein bisschen was Beruhigendes. Gucken, wo geht's hier hin? Oh, da unten ist wieder was, wo wir uns nicht unbedingt durchgraben möchten, aber vielleicht müssen. Naja, aber ich gucke mir mal in der nächsten Folge an, wo es hier lang geht und sage wie immer, vielen Dank, meine Buddies, fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.